Jo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Day Shops. Und what the fuck, Leute, was haben wir heute für einen Skin drin? Das Fischstäbchen. Richtig crazy Skin. Dazu gibt es noch eine neue Hacke und auch noch einen neuen Gleiter, den ihr hier seht. Der hat auch noch eine ziemlich coole Besonderheit, das werde ich euch gleich nochmal zeigen. Und zwar singen diese Teile da drauf so eine Melodie, wenn man fliegt. Ist ziemlich cool gemacht, werde ich euch gleich zeigen. Gehen wir aber erstmal schnell die linke Seite durch. Und zwar haben wir da den Oberknacker drin für 2000 V-Bucks, diesen Nussknacker-Skin mit seinem Backpack dazu. Dann noch die Knackerella für 1500 V-Bucks. Auch sie hat so ein Backpack auf dem Rücken. Und dann haben wir noch die Hacke, die Schneekugel für 800 V-Bucks. Genau, mit diesem Sound. Auf jeden Fall ein ziemlich cooles Set, kann ich also sehr empfehlen, sich hier noch was von zu holen. Vor allen Dingen, weil der Oberknacker jetzt wahrscheinlich zum letzten Mal dieses Jahr hier im Shop war. Ich denke mal, der wird dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr zu Weihnachten wieder in den Shop kommen. Also, falls ihr euch den oder was anderes davon noch holen wollt, dann solltet ihr heute unbedingt noch zuschlagen. Und da würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Highlight des heutigen Tages. Und zwar haben wir da das Fischstäbchen drin. Ein richtig verrücktes Skin für 1200 V-Bucks. Und what the fuck, Leute, schaut ihn euch mal an. Er sieht so richtig crazy aus. Er hat so extrem dünne Arme und Beine. What the fuck, Leute, schaut euch mal an, wie dünn einfach seine kleinen Beinchen da sind. Richtige Lauchbeine hat er. Aber dafür hat er dann einen richtig breiten Kopf mit so riesigen Augen dran, die so auch animiert sind. Also die schließen sich auch immer so ein bisschen. Finde ich sehr, sehr geil gemacht, diesen Skin. Ist mal was komplett anderes. Klar, ist halt eher nur ein Fun-Skin. Ich sehe das jetzt nicht als so, oh mein Gott, ist das der epischste Skin ever. Sondern das ist für mich halt eher so ein Troll-Fun-Skin. Ich meine, wenn man von dem getötet wird, von so einem Lauch, ey, what the fuck, ey, das ist ja richtig, richtig frustrierend. Und weiß nicht, ich finde den irgendwie ziemlich cool. Ist halt immer was anderes. Und ich finde es cool, wenn die Skins nicht immer nur, ja, immer wieder gleich und gleich und gleich sind, sondern einfach mal hier was komplett anderes. Einfach so ein Fisch hauen sie da raus. Dazu bekommt man auch noch ein Backpack und das für nur 1200 V-Bucks ist eigentlich richtig gut. Man bekommt diesen Salzwassertornister, wo er hinten so ein bisschen Wasser aufbewahrt. Genau, das ist heute der neue Skin für 1200 V-Bucks. Das finde ich preis-leistungstechnisch auch absolut in Ordnung. Also kann man echt nicht meckern. Ich weiß, der Skin wird jetzt wahrscheinlich nicht jedem gefallen. Ist halt eher so ein Fun-Skin für mich. Aber ja, ich persönlich feiere den auf jeden Fall. Dann haben wir noch dazu die Hacke. Die finde ich auch in Ordnung. Kostet 500 V-Bucks. Ist jetzt vom Aussehen her, finde ich jetzt nicht so besonders krass. Der Sound ist eigentlich ganz cool. Und noch dieser Partikeleffekt hier oben dazu. Ja, das finde ich in Ordnung. Für 500 V-Bucks auf jeden Fall okay. Und dann haben wir noch für mich so ein bisschen das zweite Highlight. Und zwar die fliegenden Korallen drin für 800 V-Bucks. So ein kleines Korallenriff schon fast. Und da drauf sind dann diese, ich glaube, man nennt die Anemonen. Diese kleinen Teile, die so, ja, wobbeln, die so tanzen, ja, schon wirklich. Und das Geile ist, wenn man mit dem Gleiter fliegt, dann singen die, ja, die singen einfach so eine Melodie und ich blende euch gerne mal kurz ein bisschen Gameplay davon ein. Ich habe das mal kurz schon mal vorher aufgenommen für euch, dass ich euch das mal jetzt hier einblenden kann, wie man mit diesem Gleiter hier fliegt und was es dann für eine Melodie kommt. What the fuck, ey. Finde ich eigentlich ziemlich cool, so mal die Idee, da so eine Melodie einzufügen. Ja, gefällt mir auf jeden Fall für 800 V-Bucks absolut in Ordnung. Und ja, generell finde ich das Set echt lustig gemacht, auch mit diesem Fischstäbchen. Und außerdem werde ich dieses ganze Set hier auch wieder verlosen an all meine Creator. Wenn ihr also heute den neuen Fischstäbchen-Skin und den Gleiter und die Hacke gewinnen wollt, einfach nur Snoxy als Creator eintragen. Snoxy mein Kanal und ein kleines I ins Ende dran. Einfach nochmal hier eintragen, auch schauen, ob ihr das noch eingetragen habt, denn alle 14 Tage resetzt sich das ja. Also geht mal gerne kurz in den Fortnite-Shop, wenn ihr gleich noch eine Fortnite spielt und tragt dort Snoxy neu ein, falls das nicht mehr drin steht. Würde mich auf jeden Fall sehr supporten und ihr nehmt halt dann immer an den Gewinnspielen teil. Das ist quasi die einzige Voraussetzung, einfach nur Snoxy hier eintragen. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr ja gerne mal einen Hashtag Snoxy heute in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Glück und dann kommen wir jetzt schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Da haben wir erstmal das Pop-Sternchen drin, ein Emote für 800 V-Bucks, wie das auch mit diesem Skin aussieht. Wie er damit tanzt. Ja, ein ganz cooler Tanz. Dann haben wir noch die Raufbeulen drin für 1200 V-Bucks. Kein jetzt so besonders krasser Skin. Ich finde die Farben eigentlich ganz in Ordnung. Dann haben wir noch den Ausflugsleiter drin für 500 V-Bucks. Ein relativ seltener Gleiter, war jetzt schon eine Weile nicht mehr drin. Hatte ich mir damals geholt, als er mal im Shop war. Ja, ich finde ihn eigentlich ganz schick gemacht. Ist so ein bisschen so Holzoptik mit so einem Tuch drauf. Und dann haben wir noch im nächsten Slot den Hyperion drin für 1200 V-Bucks. Der war jetzt schon eine Weile nicht mehr im Shop drin. Früher war der irgendwie jeden Tag gefühlt drin. Alle zwei, drei Tage war der früher im Shop drin. Ja, mein Fall ist es jetzt nicht unbedingt. Ich bin einfach nicht der größte Fan von dem Orange-Farbton, aber das muss ja natürlich jeder selber wissen. Das ist einfach Geschmackssache. Dann haben wir noch die Pömpelhacke drin. Eine der besten Hacken in Fortnite für 800 V-Bucks. Ist schön dünn gemacht und spielt sich deswegen auch sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch im letzten Slot des heutigen Tages den Seither-Emote für 200 V-Bucks. Genau, man zeigt so ein bisschen auf die rechte Seite. Eigentlich ein ganz cooler Emote, benutze ich sehr gern auch in-game, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie einen Chuck-Chuck hier liegen hat und der Mate fragt, hey, wo liegt denn
die Waffe oder das Item, also zum Beispiel der Tag, dann sagt man, ja, hier, guck doch her. Deswegen finde ich eigentlich ganz, ganz cool gemacht, diesen Emote. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Daily Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren und auch wieder rechts zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop so fandet, also Top oder Flop. Gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr das neue Set und den neuen Skin so findet. Wie gesagt, wenn ihr da heute teilnehmen wollt, einfach nur Snoxy als Creator eintragen und ein Hashtag Snoxy in die Kommentare schreiben, um heute am Gewinnspiel teilzunehmen. Und jo, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich löse jetzt noch schnell das Gewinnspiel von gestern auf. Da hatte ich einmal 1000 V-Bucks verlost. Und der Gewinner vom gestrigen Gewinnspiel ist der liebe Lushlife. Herzlichen Glückwunsch an dich. Bitte schreib mich mal am besten auf Instagram oder Twitter an, dass ich dir dann deinen Kurs schicken kann. Und jo, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Habt alle noch einen entspannten Tag. Ich verlinke euch hier auf die Endcard noch mein Video von vorgestern. Da hatte ich ja mal wieder so ein Top 5 Skill-Kombination-Video gemacht. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, klickt hier mal drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort. Tschüss!